Hallo, herzlich willkommen zum Naturheilkundekanal der Kallmeier Naturpraxis. Im Naturheilkundekanal dreht sich alles darum, wie Sie mit naturheilkundlichen Mitteln Ihre Gesundheit erhalten, Krankheiten vorbeugen oder heilen können. Ich möchte Ihnen gerne Tipps oder Anregungen dazu geben, wie Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigenen Hände nehmen können. Denn dort gehört sie hin, in Ihre Hände. Mein Name ist Andreas Kallmeier und heute geht es um das Thema Schwindel und was Sie dagegen tun können. Also, Schwindel, bevor ich darüber einen Artikel geschrieben habe, war mir das auch nicht bewusst. Etwa jeder zehnte Patient, der beim Arzt vorstellig wird, klagt über Schwindelprobleme im weitesten Sinne. Es gibt nämlich verschiedene Schwindelarten. Es gibt nämlich zum Beispiel das Gefühl, als wenn sie Scheinbewegungen haben, obwohl sie sich gar nicht bewegen, sodass sie sich natürlich entsprechend unsicher und benommen fühlen. Dann gibt es den sogenannten Drehschwindel, es gibt einen Schwankschwindel, es gibt einen Liftschwindel, also ne, wenn so ein Lift zu schnell rauf fährt. Es gibt einen sogenannten Benommenheitsschwindel, bestehend aus Benommenheitsschwindel und einer gewissen Taumeligkeit. Das sind so ganz viele verschiedene Variationen, was Sie da erleben können, wenn Sie Schwindel haben. Die Ursachen rein vom Logischen her können an mehreren Stellen, in der Regel an fünf Stellen liegen. Es können die Augen sein, weil die Augen plus das Gehör wird im Gehirn eben verarbeitet, um die Lage sicher festzustellen. Dann gibt es bestimmte Tiefenrezeptoren in den Muskeln. Auch die können eine wichtige Bedeutung haben. Dann haben wir das Gleichgewichtsohr, das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, was eventuell defekt oder gestört sein kann im weitesten Sinne. Das ist das sogenannte vestibuläre System. Dann haben wir natürlich das Reizleitungssystem, das heißt die gesamten Nervenverbindungen, die das untereinander verschalten. Dann haben wir das Gehirn natürlich als die zentrale Verschaltungseinheit, die aus den verschiedenen, also den sensorischen Informationen, Augen, Ohren, Gleichgewichtsorgan etc. halt entsprechend unsere Lage im Raum abbildet und somit dafür sorgt, dass wir eben nicht das Gefühl haben, es dreht sich alles um uns herum. Und ein weiterer Punkt, der natürlich da eine Rolle spielen kann, sind Durchblutungsstörungen im Gehirn oder in den entsprechenden Organen, die mit fürs Gleichgewicht zuständig sind. Ja, welche naturheilkundlichen Lösungsansätze hat man hier? Und da möchte ich jetzt gar nicht differenzieren, was ich für einen Schwindel habe. Das muss man im Zweifel natürlich. Aber ich möchte Ihnen einfach einige Ideen geben. Da gibt es ganz viel, was Sie versuchen können, zumindest. Es ist nicht gesagt, dass alles davon auch wirklich dann gerade bei Ihnen helfen wird, wenn Sie damit Probleme haben. Und je länger Sie Probleme haben, desto schwerer wird es sowieso in der Regel, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber Sie haben zumindest ein paar Ideen, was Sie machen können, wenn vielleicht Ihr Arzt schon gesagt hat, vergessen Sie es, müssen Sie mit leben. Nein, müssen Sie nicht zwingen. Also, fangen wir mal gleich an mit dem Ersten. Also, das Erste sind Sauerstofftherapien. Dazu gehört zum Beispiel die Oxygenierung nach Herrn Dr. Riggelsberger, der das entwickelt hat. Hierbei wird Ihnen purer medizinischer Sauerstoff aus so einer Sauerstoffflasche ganz, ganz, ganz langsam und vorsichtig in die Vene eingeleitet. Da fängt man mit kleinen Mengen an, von 20 Millilitern, und steigert das Ganze bis maximal 60 Milliliter. Und das war's schon. So, das ist, wie gesagt, von der Menge her ungefähr so eine kleine Spritze und nachher eher so eine Spritze. Aber wie gesagt, es geht langsam rein, in der Regel mit 1 Milliliter pro Minute. Sie können sich also ausrechnen, wie wenig da reinperlt. Wenn Sie den Versuch machen und das Ganze in Wasser, ein Wasserglas halten, sehen Sie kaum, dass da Sauerstoffperlen rauskommen. Also das Risiko für Thrombosen etc. ist nahe Null. Das zweite Therapie ist die Ozontherapie. Hier wird es gibt verschiedene Verfahren, aber in der Regel wird mit einem Ozon-Sauerstoff-Gemisch gearbeitet, das entweder mit dem Blut vermischt wird oder direkt rektal zum Beispiel angewendet wird, was ähnliche Wirkung hat. Dann kann man mit der Enzymtherapie arbeiten. Also hier gibt es verschiedene Varianten. Sie können rein Enzyme nehmen, wie zum Beispiel das aus der Ananas, Bromelain, aber das hilft eigentlich nur dann, wenn es ein Entzündungsprozess ist oder irgendeine Schwellung ist. Ansonsten sehr gute Erfahrungen habe ich immer gemacht mit sogenannten Schlangenenzymen. Die einzige Firma, die das eigentlich anbietet, aus Holland heraus, ist Horvi Enzym. Besteht sogar die Möglichkeit, sich über eine Kollegin, eine sehr erfahrene Kollegin, als Endabnehmer sozusagen beraten zu lassen.
Dann gibt es natürlich die Schelattherapie, ein super probates Mittel bei Arteriosklerose, sprich Gefäßverkalkung, wenn das die Ursache ist. Dann natürlich die Akupunktur. Auch hier sollte man nicht unterschätzen, wie effektiv und tiefgreifend die Akupunktur sein kann. Es kann ja auch sein, dass der Schwindel eben mit Stress zu tun hat zum Beispiel. Dann haben Sie damit wiederum ein tolles Mittel. Also Akupunktur ist nahezu universell anwendbar. Also ich wüsste jetzt keine Erkrankung, bei der man es zumindest nicht mal mit der Akupunktur versuchen sollte. Geben Sie Ihrem Therapeuten etwa 10 Sitzungen Zeit, dass sich das bessert. Es kann, wie gesagt, hartnäckig sein und dann kann es auch sein, dass Sie nach der 4., 5. Sitzung noch nicht wirklich viele Veränderungen merken. Aber spätestens nach der 10. sollte sich was getan haben, sonst muss Ihr Therapeut einfach nochmal wirklich neu denken, neu überlegen. Dann sollten Sie natürlich auf eine vernünftige Mikronährstoffversorgung achten. Also da geht es einerseits um Antioxidantien, aber andererseits eben auch um blutverdünnende Mittel, als Beispiel Omega-3-Fettsäuren, als sowohl entzündungshemmend als auch das blutverdünnende das blutverdünnende Nahrungsergänzungsmittel. Dann auch zum Beispiel Capsaicin, also der Wirkstoff aus dem Cayennepfeffer, würde ich hier mal probieren. Dann mache ich immer sehr gute Erfahrungen mit den komplexhomöopathischen Mitteln der Firma Regena Plex. Da gibt es verschiedene Kombinationen, die man nehmen kann. Das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Grundbasis, Baustein ist da eigentlich immer eine Entgiftung und dann wird eben aufgesetzt, was der Patient noch benötigt. Dann weitere Tipp für Sie ist, sogenannte Heilpilze zu nehmen. Hier gibt es sehr viele verschiedene Heilpilze, die man nehmen kann. Also ich würde als allererstes zum Beispiel an einen Reishi denken, aber auch Cordyceps oder ein Shiitake könnten da zum Beispiel interessant sein. Aber das lassen Sie Ihren Therapeuten mal entscheiden, wenn er sich damit auskennt. Nur, dass Sie eine Idee haben, da ist noch was. Noch was über das, was ich eh schon genannt habe. Dann kann man natürlich auch mit sogenannten organotherapeutischen Mitteln arbeiten. Das heißt, das sind Extrakte aus Tierorganen und zwar natürlich aus Embryonen, versteht sich, die entsprechend aufbereitet wurden und so zubereitet wurden, dass sie auf den Menschen angewendet werden können. Diese Mischungen wirken manchmal wie kleine Wunder. Also wo man wirklich denkt, so da geht nichts mehr und auf einmal haben sie wie eine Frischzellkur und sind irgendwie 20 Jahre jünger und ihre Organe haben sich ein Stück weit regeneriert. Aber wie gesagt, das ist kein Heilversprechen, es ist nur ein Erfahrungswert, den ich so mitbekommen habe bei mir und bei Kollegen. Ist allerdings auch nicht ganz billig, da liegen sie mit so einer kurmäßigen Anwendung durchaus mal bei 500, 600 Euro. Ja, dann gibt es noch zum Beispiel Rotlicht, was Sie mal probieren können, also gerade Rotlichtlaser, aber auch das wiederum ist nicht so ganz billig. Ich hatte mich da selbst mal vor einiger Zeit nach erkundigt und ein vernünftiger, flächiger Rotlichtlaser mit irgendwie 20, 30 Laserdioden drin, da liegen sie mal bei einigen 1000 Euro. Also von daher nicht schön, aber soll nach Forschungsergebnissen sehr, sehr effektiv sein und völlig nicht invasiv. Das heißt also, es wird keine Haut, nichts, gar nichts verletzt. Ja, das Letzte, was ich von der Auflistung her Ihnen noch mitgeben möchte, ist zum Beispiel die Neuraltherapie. Hier wird eine Substanz, welche Procain heißt, ist ein sogenanntes Lokalbetäubungsmittel, in der Regel hier hinter das Ohr gespritzt oder ans Mastoid, das ist dann hier unten. Eventuell noch an andere Stellen, kommt eben so ein bisschen auf die Ursachen an, wie es dazu kam. Manchmal kann das auch schon reichen, dass da wieder was in Gang kommt und dass der Schwindel verschwindet. Also von daher, es gibt auch, aber das traue ich mir zum Beispiel nicht, da schicke ich meine Patienten zu Kollegen weiter, dass sie an bestimmte Nervenpunkte reinstechen. Die sind hier in der Nähe der Halsschlagader. Da das in der Nähe der Halsschlagader ist, bin ich damit natürlich sehr, sehr vorsichtig und nur. Und wenn ich das eben nicht regelmäßig mache, was eben bei mir nicht der Fall ist, würde ich mir das nicht zutrauen, machen zu wollen. Aber es gibt Kollegen, die sowas mehr oder weniger tagtäglich dutzendfach machen. Das ist also kein Problem, das machen zu lassen. Tut auch nicht, wie gesagt, weiter weh. Ist ja ein Lokalbetäubungsmittel, das heißt also, es ist der Piekser und das meistens war es das schon. Ja, wenn Sie Schwindel- und Hörprobleme oder Ähnliches haben, auf Folge von MS, anderen chronischen Krankungen oder Traumata, also mit dem Kopf aufgekommen, ein halbes Jahr später treten die Probleme auf zum Beispiel,
dann kann ich nochmal ganz wärmstens ans Herz legen das Buch The Brain That Heals Itself. Dort wird über ganz viele verschiedene Therapieansätze berichtet, die alle im Grunde einen gemeinsamen Nenner haben. Und das ist nämlich der Umstand, dass sie auf die Neuroplastizität des Gehirns einwirken. Heißt also, manchmal entstehen Schäden dadurch, gerade beim Traumata zum Beispiel oder beim MS, dass das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird und dass deswegen bestimmte Verrechnungsprozesse oder Verarbeitungsprozesse im Gehirn eben nicht mehr richtig funktionieren. Aber so im Gegensatz, wie man das früher gedacht hat, dass mich das Gehirn einmal hinüber, immer hinüber, stimmt nicht. Man weiß, das Gehirn kann sich teilweise regenerieren, also neue Neuronen bilden, aber vor allen Dingen können andere Bereiche das mit übernehmen. Und darüber wird in diesem Buch berichtet, welche Therapien, welche Ansätze es da gibt. Und es werden diverse Einzelfallgeschichten von Menschen erzählt, die nur dadurch eigentlich überhaupt ein glückliches Leben führen konnten, dass sie eine dieser Therapien halt machen konnten. Ja, ich hoffe, das Thema war für Sie interessant. Ich hoffe auch, Sie konnten das eine oder andere für sich mitnehmen und haben vielleicht Ansätze bekommen, was Sie noch machen können. Ich freue mich natürlich über positive Rückmeldungen Ihrerseits, über einen Kommentar oder auch gerne eine Frage, wenn Sie möchten, oder eine E-Mail. Ja, bedenken Sie bitte, ich habe einen Blog, in dem ich regelmäßig Artikel zum Thema Naturheilkunde veröffentliche. Ich habe genauso einen Newsletter, der einmal die Woche erscheint und Sie über aktuelle Dinge auf dem Laufenden hält. Ja, natürlich finden Sie mich auch auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Das sind nicht so meine Favoriten, aber auch da können Sie mich finden. Auch da poste ich hoffentlich interessante Links und Artikel. Ja, zum Abschluss die Frage bitte an Sie. Was interessiert Sie noch über dieses Thema, was Sie jetzt gerade angehört haben? Welche Themen sollte ich aufgreifen und darüber berichten? Und zum Schluss natürlich auch noch die Frage, was sollte ich besser machen? Was sollte ich anders machen? Was stört Sie vielleicht? Schreiben Sie mir, ich freue mich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss.